Portugal hat ja unter Weinkennern einen ganz hohen Stellenwert. Wir sind aber hier im Weinland Niederösterreich, genauer auf der Gartentulln im portugiesischen Garten unter Weinreben. Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Ich lade Sie heute ein zu einem Spaziergang durch einen Garten der Erinnerung in Tulbing in Niederösterreich. Und ich zeige Ihnen heute, wie man biologische Pflanzenstärkungsmittel selbst zubereitet, was man tun kann, wenn unerwünschtes Grün im Garten wuchert. Und Uschi verrät uns, was Katzengold mit dem Kirschbaum verbindet. Vor 28 Jahren habe ich die erste Gartenreise nach England unternommen und habe damit ein Stück britische Gartenkultur nach Österreich geholt. Ich habe die Gartentüren geöffnet. Und da gibt es eine lustige Geschichte. Haben Sie Läuse? Werde ich da oft gefragt, wenn die Besucher durch meinen Garten gehen. Ich mache dann immer eine eindeutige Bewegung. Meine natürlich nicht diese Läuse, die manchmal am Kopf sind, sondern die Blattläuse. Blattläuse sind bei mir im Garten aber wirklich eine ganz, ganz große Seltenheit. Da und dort findet man welche. Ich habe sehr viele Nützlinge im Garten. 15 Nistkästen sind im heurigen Jahr bewohnt und die Meisen sind die großen Schädlingsvernichter. Warum gibt es überhaupt so viele Blattläuse im heurigen Jahr? Ganz einfach, die Nächte im Frühjahr waren sehr kalt, tagsüber war es warm und das löst bei den Pflanzen einen gewissen Stress aus und sie bilden einen zuckerhaltigen Saft und der sorgt dafür, dass sich die Blattläuse gut vermehren können. Aber wie gesagt, wenn der ökologische Ausgleich stattgefunden hat und wenn neben den Vögeln auch noch viele Marienkäfer und Marienkäferlarven da sind, dann gibt es wenig Blattläuse. Und so finden die Besucher in meinem Garten eben keine Läuse. Genau so ein Naturparadies besuchen wir jetzt in Tulbing in Niederösterreich. Ein Ehepaar hat sich dort eine richtige Gartenoase geschaffen. Ein bisschen ist es aber auch ein Garten der Erinnerung. Keine verschlungenen Wege, keine geheimnisvollen Nischen und Ecken. Aber Fröhlichkeit ausstrahlen, das ist der Garten von Edeltraut und Edwin Pack. Kannst dich noch erinnern? Diese kleine Zeder da. Bodendecker-Zeder, ein ganz was Kleines. Und irgendwann war es ein bisschen größer und ich habe gesagt, bitte schneid den Ast weg. Der war nicht so ganz in Ordnung. Und du hast den ganzen Ast weggeschnitten. Ja. Ich war am Explodieren. Hast du aber dann weitergeschnitten, genau. Und dann ist so die Geschichte ein Schwammerl geworden draus. Genau, und ich bin dir immer dankbar, dass du das gemacht hast. Jetzt ist es so ein schönes Kugel mit Stamm. Wie ihr Schwammerl. Das ist die Geschichte der Zeder. Und die Geschichte der Schaukel ist die, in Wien sind wir zu den Kinderspielplätzen gegangen, dass ich schaukeln kann, jetzt habe ich sie hier. Und es ist so schön. Manchmal versuchen Vögeln drin zu nisten. Manchmal. In großer Buntheit lädt eine Vielzahl von heimischen Stauden, Sträuchern und Besonderheiten zum Staunen ein. Und da haben wir diesen farbigen Bogen, der auch den ganzen Winter so schön bleibt. Das ist unsere große Freude, diese Purpurglöckchen in den verschiedenen Farben. Und das kaukasische Vergissmeinnicht drunter, das lockert es dann wieder auf. Das ist so ein bisschen waldigeres Eck. Und da die Felsenbirne. Die Felsenbirne ist ein Strauch, der immer gesund ist. Man muss Platz haben im Garten, weil er groß ist. Er blüht hinreißend im Frühling. Dann kommen die Beeren, die Vögel lieben ihn. Und im Herbst verfärbt er orangerot. Also eine Wonne von Jahresanfang bis zum Laubfall. Zur Erquickung und Entspannung der Hausherrin dient als zentrales Element des Gartens der Schwimmteich. Ja. Der Schwimmteich war von Anfang an der starke Wunsch meiner Frau. Jetzt macht er uns durch 17 Jahre schon sehr, sehr viel Freude. Macht uns auch viel Arbeit, aber die machen wir gerne. Die Freude hat ja vor allem meine Frau. Und ich habe mit der Arbeit natürlich auch Freude. Und Seerosen blühen wunderschön.
Im Wesentlichen schaffen wir es, dass der Teich immer wieder in gutem Zustand ist. Aber jedenfalls kommen wir sehr gut damit zurande und vor allem meine Frau hat viel, viel Freude damit. Ja, ich habe wirklich große Freude damit. Allmorgendlich nach dem Aufstehen, husch, ein Köpfler hinein zum Munterwerden. Vorm Schlafen gehen auch wieder. Und ansonsten zwischendurch so oft wie möglich. Es ist Wonne pur. Das ist die wertvollste Pflanze, wenn es darum geht, unsere Pflanzen gegen Pilzkrankheiten zu stärken. Der Schachtelhalm oder das Zinnkraut. Das ist doch nur Unkraut. Ja, das ist ein Unkraut, aber für uns Naturgärtner gibt es ja eigentlich kein Unkraut. Wir nennen es Beikraut. Dieser Schachtelhalm ist eine typische Zeigerpflanze. Wo der wächst, ist der Boden verdichtet, ist er staunass, ist er sauer, also ohne Kalk. Was kann man tun gegen den Schachtelhalm? Ganz, ganz wenig. Man kann nur die Bodenverhältnisse ändern. Denn er wurzelt bis zu 90 cm tief, also ausreißen funktioniert nicht. Über die Jahre hinweg immer an Kompost geben, Algenkalk streuen und, jetzt muss man ehrlich sein, nach 10, 20 Jahren wird es wahrscheinlich mit dem Schachtelhalm dann vorbei sein. Das dauert sehr, sehr, sehr lange. Aber wir können ihn nutzen. Es ist, wie gesagt, die beste Möglichkeit, um Pilzkrankheiten in Hand zu halten. Und das macht man folgendermaßen. Man nimmt das frische Kraut oder das getrocknete Kraut, das kann man in der Apotheke kaufen, und setzt es für 24 Stunden in Wasser an. Dann lässt man es mindestens eine halbe bis eine Dreiviertelstunde aufkochen, leicht köcheln. Dann löst sich die Kieselsäure und diesen Sud seiht man ab und verdünnt ihn 1:5 und sprüht ihn zum Beispiel auf die Rosen gegen Rosenrost, gegen Sternrußdau, gegen alle Pilzkrankheiten. Immer wieder die Blattoberfläche damit besprühen und damit stärkt man die Pflanzen. Gibt es übrigens auch fertig, natürlich als Fertigprodukt, Acker, Schachtelhalm, hier zum Beispiel mit Hafer, lauter Pflanzenstärkungsmittel, die wir im Naturgarten verwenden. Eine der wertvollsten Pflanzen im Naturgarten ist die Brennnessel. Früher ist sie als Unkraut verschrien worden, aber heute weiß man, ohne Brennnessel gibt es zum Beispiel eine Vielzahl an Schmetterlingen nicht. Daher sollte in jedem Garten irgendwo sein wildes Eck mit Brennnessel sein. Und wir können sie auch fantastisch nutzen, zum Beispiel für die Brennnesseljauche. Und das macht man folgendermaßen, man nimmt einen Kübel, füllt ihn etwa zur Hälfte mit frischem Kraut und schüttet da Wasser drauf. Und dann lässt man das Ganze 10 bis 14 Tage stehen und nach 10 bis 14 Tagen beginnt die Brennnesseljauche zu gären. Du, und wie weiß ich, dass die Jauche fertig ist? Ja, die Brennnesseljauche, sage ich immer, meldet sich selbst, wenn sie fertig ist, denn die beginnt nämlich ganz, ganz kräftig zu stinken. Und wenn sich dann der Schaum bildet, dann lässt man es noch ein bisschen stehen. Dann klärt sich die Jauche, man gibt das ganze Kraut heraus und 1:10 verdünnt wird dann die Jauche ausgebracht, nämlich mit Wasser, direkt zu den Pflanzenwurzeln, zum Beispiel zu den Gurken, zu den Zucchini, zu den Paradeisern, also den stark zehrenden Pflanzen. Und das bringt wirklich Vitalität zu den Pflanzen. Die Brennnessel kann man übrigens auch noch anders verwenden, nämlich als Auszug. Ansetzen mit Wasser, über Nacht stehen lassen, also etwa 24 Stunden stehen lassen und dann unverdünnt mit einem Pflanzensprüher direkt auf die befallenen Stellen, wo Blattläuse sind, sprühen. Das wirkt auch gegen Blattläuse. Gibt es übrigens auch als fertiges Mittel zum Anwenden. Ein ganz fantastisches Düngemittel kann man auch ganz leicht selbst herstellen, und zwar den Komposttee. Das hier ist Kompost und den füllt man in so kleine Teesackerl. Verschließt das Ganze und hängt das in eine Gießkanne oder in einen Kübel Wasser, lässt es über Nacht stehen und damit gießt man unverdünnt direkt die Erde
zum Beispiel von Zimmerpflanzen. Das sorgt für Vitalität und wenn Sie beobachten, dann wie die Blätter plötzlich wieder kräftig grün werden, das zeigt, welche Kraft in dem Kompostee schlummert. Informationen zum Thema Pflanzenschutz, wie man genau die Tees zubereitet, wie man die Jauchen herstellt, bekommen Sie bei uns am Natur im Garten Telefon. Von Montag bis Freitag können Sie uns anrufen. Kennen Sie den Spruch, wenn der Gärtner schläft, dann sät der Teufel Unkraut? Dieser Spruch stammt von Karl Förster, dem großen deutschen Staudengärtner. Ein wenig hat er recht, aber wir Naturgärtner sagen ja, es gibt kein Unkraut, das wissen wir schon. Aber es gibt an manchen Stellen Beikräuter, wo sie halt nicht erwünscht sind. Wie man die beseitigt, das zeigen uns jetzt Paul und Babsi auf der Gartentullen. Zuerst gilt es einmal festzustellen, welche unliebsamen Gäste sich überhaupt in meinem Beet angesiedelt haben. Und in so einem Staudenbeet ist es oft gar nicht so leicht, diese Beikräuter zu entdecken. Wurzelbeikräuter, wie zum Beispiel die Ackerwinde, vermehren sich durch lange unterirdische Wurzeln und verbreiten sich so großflächig im Beet. Anders die Samenbeikräuter, wie zum Beispiel die Gänsedistel. Sie vermehrt sich zwar über Samen, macht aber relativ lange Pfahlwurzeln. Das Weidenröslein zum Beispiel sichert seinen Fortbestand sogar zweifach ab. Es kann sich sowohl über dicke Rhizome als auch über Samen vermehren. Sie alle können relativ gut entfernt werden, sofern der Boden etwas feucht bzw. locker genug ist. Bei der Entfernung alleinstehender Wurzelbeikräuter leistet ein sogenannter Unkrautstecher sehr gute Dienste. Und was passiert, wenn ich da nicht alles erwische oder wenn ich vielleicht sogar die ganze Wurzel abreiße? Ja, dann kommt diese recht schnell wieder nach. Deshalb zahlt sich bei der Entfernung der Beikräuter Gründlichkeit in jedem Fall aus. Karl, wo entsorge ich überhaupt am besten Unkräuter? Ich werfe sie immer einfach in den Restmüll. Das kann man natürlich machen. Ich gebe sie auf den Komposthaufen. Aber ein Tipp von mir: Vor der Kompostierung sollte man die Beikräuter unbedingt in der Sonne gut austrocknen lassen, damit sie nicht wieder austreiben. Und dann werden die entstandenen Löcher wieder aufgefüllt, zum Beispiel mit der Fingersäge. Diese schließt relativ rasch die entstandene Lücke in der Pflanzung und bringt mit ihrem horstigen Wuchs Abwechslung in jedes Blumenbeet. Der japanische Staudenknöterich ist ein echter Schwerenöter. Er ist extrem invasiv und kann ausschließlich durch das restlose Ausgraben des gesamten Wurzelballens inklusive aller Ausläufer dauerhaft entfernt werden. Eine Pflanze, die im wilden Eck sehr gefragt ist, ist die Brennnessel. Aber im Staudenbeet ist sie trotzdem unerwünscht. Auch sie sät sich gerne aus und kann sich mittels ihrer flachen Wurzeln gut verbreiten. Man kann sie am besten mit einer Grabgabel entfernen. Wichtig dabei ist, auch abgerissene Ausläufer beim Entfernen nicht zu übersehen. Die Quecke zählt wohl zu den lästigsten Wurzelbeikräutern im Garten. Sie vermehrt sich großflächig mit ihren dünnen, verzweigten Wurzeln. Ihr rückt man am besten mit der Grabgabel zu Leibe. Aber warum nimmst du hier die Grabgabel und nicht den Spaten? Der Spaten zerteilt die Wurzeln und verschlimmert das ganze Problem. Wenn man es aber mit der Grabgabel macht, dann kann man anschließend die ganze Pflanze mitsamt ihren Wurzeln entfernen und bekommt so eine einigermaßen dauerhafte Lösung. Der mittlere Wegerich gehört, wie die weiteren Wegericharten, zu den Samenbeikräutern. Ihn findet man häufig auf eher verdichteten Böden. Man kann ihn aber dank seiner flachen und kompakten Wurzeln am besten mit einem kleinen Heindl entfernen. Und für Kiesflächen oder offene Erdböden ist diese Pendelhake perfekt. Sie funktioniert ganz einfach. Durchziehen und die Pflanzen werden abgeschnitten bzw. ausgehoben.
Am besten macht man das an heißen Tagen, damit sie dann oberflächlich gleich abtrocknen. Übrigens, die gibt es auch als kleine Handversion, wenn man keine großen Flächen bearbeiten muss. Funktioniert genauso gut. Und wie funktioniert das Ganze auf meiner Terrasse? Da grünt sie auch immer aus den Fugen heraus. Ja, da braucht es dann ein bisschen Kraft, allerdings aufpassen. Dieses Sternmoos soll in den Fugen bleiben, denn es schützt vor der Ausschwemmung des Fugensandes und wirkt durch seinen gleichmäßig niederen Wuchs optisch sehr ansprechend. Und das Beste, somit können hier keine weiteren Beikräuter keimen. Dieses Auskratzen der Fugen ist zwar jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung im Garten, aber irgendwie finde ich das so schön meditativ. Es geht übrigens auch anders, und zwar mit so einer Motorsense. Da bekommt man die Beikräuter recht leicht aus den Fugen raus, aber es handelt sich dabei eher um eine kosmetische, vorübergehende Entfernung. Denn die Wurzeln bleiben in den Fugen und bald sprießt alles kräftig wieder. Und neben den beiden Varianten, die Fugen zu reinigen, gibt es auch hier diese ganz fantastische Fugenbürste. Damit lässt sich das Unkraut ganz einfach aus den Pflasterfugen beseitigen. Wissen Sie eigentlich, welche Kirschen die besten sind? Die aus Nachbarsgarten. Das ist bei mir zu Hause auch so. Ich habe einen wunderschönen Kirschbaum, blüht fantastisch, aber trägt ganz wenig Früchte. Die wirklich schönen Kirschen hängen beim Nachbarn am Baum. Da bekomme ich ab und zu welche. Was man aus Kirschen machen kann, das zeigt uns jetzt die Uschi. Heute habe ich Steinobst aus der Steinzeit zu Gast. Die Kirsche. Und außerdem ist mit mir heute wirklich gut Kirschen essen, denn ich habe wirklich viel damit vor. Egal welche Sorte, ob wild oder kultiviert, was mich an der Kirsche, nämlich am gesamten Baum, am meisten fasziniert, ist, dass man alles verwenden kann. Und obwohl natürlich ganz viele wertvolle Inhaltsstoffe in der Frucht stecken und die natürlich gesund ist, der Stiel, die Blätter und der Kirschgummi samt den Kernen haben angeblich noch mehr davon. Und jetzt zeige ich Ihnen einen echten Schatz. Das, was da so glitzert wie Bernstein, ist Kirschgummi. Meinem Kirschbaum, den hat der Sturm einen großen Ast abgerissen. Und deshalb hat er diesen Kirschgummi oder Kirschfluss, wie man ihn auch nennt, produziert, sozusagen um die eigene Wunde zu schließen. Wenn man einen Baum sieht, bei dem das Harz bzw. der Gummifluss runterrinnt, weiß man, dem geht es nicht so gut. Für uns trotzdem wertvoll, das, was beim Baum übrig geblieben ist und das er nicht gebraucht hat, habe ich gesammelt, denn dieser Kirschgummi ist desinfizierend und schleimlösend. Kirschgummi ist kein Harz, es ist nämlich wasserlöslich, aber das kann man sich auch zunutze machen. Zum Beispiel so ein Stückerl kann man durchaus als Hustenzucker lutschen. Perfekt bei Husten und Halsweh. In Essig aufgelöst ist es zum Beispiel ein sehr gutes Antischuppenmittel. Und natürlich statt Weihrauch in einer Räuchermischung für Ruhe und Entspannung. Das kann ich auch empfehlen. Mein heutiges Rezept verbindet Heilkraft und Genuss. Heute mache ich Katzengoldwein. Katzengold ist ein anderer und alter Name für Gummi, Kirschgummi. So, was braucht man denn? Eine kleine Menge, da muss man sparsam umgehen, das ist wertvoll, für eine Glasgröße wie diese, eine kleine Handvoll. Da lege ich hinein eine Zimtrinde, eine aufgeschlitzte Vanilleschote, einen guten Schluck vom Kirschkompottsaft für die Süße und wem es noch immer zu wenig süß ist, der kann ruhig noch ein bisschen Honig dazugeben. Passt auf jeden Fall. Und auch ein paar Kirschen. Samt den Stielen und Kernen machen Sie noch keine Sorgen wegen der Blausäure. Das sind nur ein paar Kerne drinnen. So, jetzt übergieße ich alles mit einem trockenen Rotwein. Das gesamte Glas steht jetzt ungefähr 3 Wochen wieder an der hellen Fensterbank. Dann wird das abgeseiht. Die Gewürze können Sie wegschmeißen. Die Kirschen können Sie durchaus noch für Dessert verwenden. Und dieser Katzengoldwein, der tut wirklich gut bei Blasensteinen und auch bei Bronchitis. Aber Sie müssen wirklich keine Beschwerden haben, um den Katzengoldwein zu genießen. Schmecken tut er in jedem Fall. Ich träume gerade von Englands schönsten Gartenschätzen. Ein Buch, das im Calvey Verlag erschienen ist und das so richtig Lust macht, diese Gartenparadiese zu besuchen. Es gibt ja 3700 Privatgärten in England, die man besuchen kann, und jeder ist schöner als der andere.
Wunderbare Anlagen, große Gärten, kleine Gärten und ein paar sind meine Lieblingsgärten. Zum Beispiel, da haben wir schon, Great Dixter, der schönste Garten, finde ich, von England. Den habe ich schon oft besucht, habe dort schon mit dem Head Gardener gearbeitet, bei Sturm und Regen, und draus ist geworden ein wunderbares Staudenbeet. Jetzt machen wir einen kleinen Besuch in diesem Paradiesgarten. Das Haus stammt aus dem Mittelalter und ist noch im Original erhalten. Die Anlage des Gartens begann vor 100 Jahren. Schritt für Schritt entstanden eine Vielzahl an Gartenräumen voll mit überraschenden Blickachsen und Staudenbeeten. Geschnittene Eibenfiguren, sogenannte Topiaris, geben der gesamten Anlage zusammen mit den hohen Hecken und den üppigen Staudenbeeten ein ganz besonderes Flair. Das Ziel ist, den Garten das ganze Jahr lang attraktiv zu gestalten. Einerseits mit Stauden, also mehrjährigen Pflanzen, aber auch mit vielen Zwiebelblumen, einjährigen und Gehölzen, die die Kulisse bilden. Gerade in letzter Zeit wird aber sehr viel Wert auf die naturnahe Gestaltung gelegt. Ich treffe meinen Freund, den Headgardener Fergus Garrett, und frage ihn, ob Great Dixter eher für die Innovation steht. Und für die Tradition. Es ist ein sehr dynamischer, experimenteller Garten, aber alles in einem gewissen Rahmen, der abgestimmt ist mit der Geschichte, der Infrastruktur, angelegt durch Edward Lutyens, den großen Architekten, sowie die guten alten Gartenarbeitsweisen, die von der Familie und Christopher Lloyd eingesetzt wurden. Alles das macht es beständig, dann kannst du erst zu experimentieren beginnen und neue Dinge anfangen. Es ist höchste Qualität, originelles Denken und sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen und intuitives Gespür haben. Und man muss hauptsächlich experimentieren. Und so sorgt Great Dixter immer für Diskussionen. Schon unter dem letzten Besitzer Christopher Lloyd, wo der Rosengarten in einen Garten voller exotischer Palmen umgewandelt wurde. Seit dem Tod von Christo gehört das Haus einer privaten Trust und man denkt an die Zukunft des Gartens. Die Zukunft wird jemanden bringen, der mich ersetzt und der das ähnlich macht und hungrig ist nach neuen Pflanzen, neuen Ideen und neuen Kombinationen mit dem besten Nutzen für diese historische Anlage, die einfach große Bedeutung hat. Aber es muss auch jemand sein, der ein Herz für das Team hat, das hier arbeitet. Immerhin sind es Studenten von den besten Universitäten, die hier lernen. Wir brauchen also jemanden, der eine Leidenschaft für diesen Garten hat, der aber auch die Gemeinschaft hochhält. Und so wird die Geschichte dieser aus dem 15. Jahrhundert stammenden Anlage weitergeschrieben. Sicherlich mit einigen Überraschungen. Diese englischen Gärten sind schon ein Traum, aber herrliche Gärten gibt es natürlich auch bei uns. Hier zum Beispiel auf der Garten Tulln, der portugiesische Garten. Da schaut die Palisadenwolfsmilch so wunderschön aus jetzt. Oder diese duftenden Ölweiden. Informationen zur Sendung gibt es wie immer im Internet unter naturimgarten.at. Und da gibt es auch unser Gewinnspiel. Die Gewinnfrage der Woche lautet diesmal: Aus welcher Pflanze stellen wir einen biologischen Pflanzenschutz gegen Pilzkrankheiten her? Zu gewinnen gibt es Eintrittskarten für die Gartentullen und natürlich auch wunderschöne Gartenbücher. Ja, das war's schon wieder für heute. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich viel Spaß beim Garteln.